Am nächsten Tag fahren wir Richtung Süden, ca. 90 Kilometer, wofür man hier auf der Insel bis zu 2 Stunden einplanen sollte, aufgrund des Verkehrs und der Bergstraßen und sonst was. Und wir besuchen eine der bekanntesten Grotten, die Grotta di Spinioli. Sie gilt als eine der verzweigtesten Tropfsteinhöhlen weltweit, die den höchsten Stalagnat Europas birgt. Mit 37 Meter Höhe ist er wirklich toll anzusehen. Das Fotografieren dort ist verboten, wie man gerade sieht. Ich konnte es natürlich nicht lassen, trotzdem zu fotografieren. Der Höhle hat es keinen Abbruch getan, dass ich diese Bilder gemacht habe. Und ich denke, auch sonst hat es niemand gestört, weil ich habe mich nicht erwischen lassen. Bei allen Regeln, die der Mensch weltweit so aufstellt und immer wieder neu erfindet, was er sehr gerne macht, sei eines erwähnt: Diese Höhle, die gab es schon Millionen Jahre vor dem Menschen und wird es auch Millionen Jahre nach dem Menschen noch geben. Nach der Besichtigung der Höhle sind wir dann weitergefahren über eine enge Bergstraße, haben dort einige einheimische Ziegen begrüßt und sind dann ganz unten in dem wunderbaren Badeort Gallagonone angekommen. Von dort aus fahren jeden Tag zahlreiche Schiffe zu verschiedenen Stränden und Buchten, die man nur per Schiff erreichen kann. Und eine große Attraktion dort ist die Blaue Grotte.